Folge 9 von Arcane heißt Schlange ohne Kopf, aber man hätte sie wohl auch Schmerz ohne Ende nennen können. Da wir direkt dort anschließen, wo wir aufgehört haben, würde ich empfehlen, erst die Folgenbesprechung zu Folge 8 zu gucken. Sonst bist du möglicherweise überrascht, dass wir schon wieder eine Folge mit einem toten Kind beginnen. Und wir beginnen mit einer harten Lektion. Dass sich Jace so furchtbar fühlt, weil er ein Kind umgebracht hat, ist für Vi praktisch ein Witz. Das Blut unzähliger Kinder, die in Zorn sterben, klebt an Piltovers und somit an Jaces Händen. Anschließend erfahren wir noch, dass der tote Junge Rennys Sohn ist. Sie gehört zu den Kembaronen. Victor hat gerade auch jemanden verloren. In den Notizen seiner toten Assistentin Sky liest er, wie sehr sie ihn bewundert hat. Er, der glaubt, niemand zu sein und nichts zu hinterlassen, hat sie inspiriert. Jetzt erst erkennt er, dass Heimerdinger recht hat. Hextech ist zu gefährlich. Doch er bringt es nicht über sich, den Hexkern zu zerstören. Trotzdem scheint es so, als würde der Kern ihn schon für den Gedanken daran bestrafen. Mel konfrontiert ihre Mutter. Sie soll sich von Jace fernhalten. Doch plötzlich geht es nicht mehr um Piltover oder um Jace. Mel will noch immer wissen, warum sie nicht gut genug für ihre Familie war. Es stellt sich heraus, dass ihre Gutherzigkeit ein Problem für Ambessa ist. Sie denkt wie jemand, der permanent im Krieg ist. Sentimentalität und Zuneigung haben keinen Platz in ihrem Leben. Und sie muss ständig schlimme Entscheidungen treffen. Eine davon ist, jetzt so schnell wie möglich die Hextech-Waffen zum Laufen zu bekommen. Und wie in Mels Flashback in Folge 8 macht Ambessa wieder ein Angebot. Handle richtig und du bekommst meine Anerkennung und Liebe. Victor verstreut Skys Asche und ist kurz davor, sich in den Tod zu stürzen. Doch wie er einst in Folge 2 Jace davor rettete, rettet Jace nun ihn mit den Worten: Komm ich gerade ungelegen? Victor bittet Jace, den Hexkern zu zerstören. Er selbst kann es nicht. Ob es ihm physisch nicht möglich ist aufgrund seiner Verbindung zum Hexkern oder ob er es mental nicht schafft, bleibt offen. Nun sind sie hier beide, schuldig am Tod von Unschuldigen. Sie sprechen nicht darüber, was sie getan haben, nicht direkt zumindest. Auf der Suche nach etwas Großartigem haben wir das Gute aus den Augen verloren. Die Kembarone konfrontieren Silco. Finn nennt ihn schwach und Silco beruft sich auf die gute alte Zeit, als man die Unterstadt nur überlebt hat, wenn man sich gegenseitig den Rücken freigehalten hat. Silco sagt, er habe keine Angst zu sterben, doch als Sivika ihr Schwert schwingt, sieht man das Gegenteil in seinem Gesicht. Doch Sivika bleibt auf seiner Seite und tötet Finn. Die gängigste Interpretation der Szene ist, dass Sivika zu diesem Zeitpunkt einfach noch immer glaubt, dass Silco die beste Option für Zorn ist. Silco fragt sie sogar, ob sie überlegt hat, ihn zu hintergehen. Nicht für einen Wurm wie Finn. Aber er wird nicht der Letzte sein. Sie hat Vander hintergangen, weil sie an Silco geglaubt hat. Sollte sie irgendwann nicht mehr an Silco glauben, würde sie auch ihn hintergehen. Silco weiß also, dass er in Schwierigkeiten steckt. Die zerstörte Schimmerfabrik, eine Rebellion im eigenen Haus, eine unberechenbare Jinx. Er nimmt das Angebot von Jace an, der ein Treffen will. Sie treffen sich an einem Ort, der geschaffen wurde, um die Stadt zu verteidigen. Die ganze Stadt, ohne Trennung von oben und unten. Silco fordert praktisch Unabhängigkeit für Zorn. Er ist überrascht, dass Jace ein Macher ist und nicht nur labert. Jace fordert den Magiestein, dass kein Schimmer mehr produziert wird, und Jinx. Jace nimmt, was er von Mel gelernt hat und verbündet sich ausgerechnet mit Silco. Doch er weiß nicht, dass die vermeintlich kleinste Forderung des Deals viel zu groß ist. Zur selben Zeit bringt Echo Heimerdinger in das Versteck der Firelights. Was wir jetzt vor uns haben, ist die Chance auf ein besseres Leben für die Bewohner der Unterstadt. Die Hextech-Waffen würden weggesperrt werden, zumindest vorerst. Piltover könnte sich wieder auf den Handel konzentrieren. Silco hätte alles, wovon er jemals geträumt hat. Doch als er an Vanders Statue sitzt, ist er nicht hochmütig oder glücklich. Ich habe euch in Folge 1 doch gesagt, dass wir uns was merken müssen. Als Little Man erzählt, woher die Information über die Werkstatt in Piltover kommt, sagt er, dass der Typ nicht mal verhandelt hat. Nicht einmal versucht zu verhandeln. Er hat alles mit Gold bezahlt und nicht mal verhandelt. Jace verlangt nicht viel, aber die Konsequenzen sind katastrophal. Genau wie die Konsequenzen davon, dass Jinx nicht verstehen kann, was Silco sagt. Sie hört ihn, aber sie versteht ihn nicht. Wie auch, Silco hat es damals ja selbst nicht verstanden. Als Vander seinen Traum von Zorn aufgab, um Vi und Powder zu schützen, hat Silco ihn dafür gehasst. Jetzt erst versteht er es. Keine Ahnung, wie man die Szene interpretiert, wenn man sie auf Deutsch guckt. Denn der Kern der Sache ist, dass Jinx Angst hat, Silco würde sie aufgeben oder als Belastung sehen. Das klappt aber gar nicht, wenn die deutsche Synchro sagt: Aber für wen macht man das alles, wenn nicht für seine Tochter? Eigentlich sagt er:
Is there anything so undoing as a daughter? Was man selbst im Original unterschiedlich auslegen kann. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass undoing auseinandernehmen oder vernichten heißt. Für Silco ist das eine tiefgründige Erkenntnis über sich selbst und seinen Traum. Für Jinx kann es auch bedeuten, dass sie ein Problem für ihn ist und er sie loswerden will. Wir bekommen den Kampf zwischen Sivika und Vi zum zweiten Mal. Diesmal trägt Vi die Handschuhe und Sivika hat nun ihr Schimmerschwert. Vis blinde Wut macht sie mal wieder schlecht im Blocken und als sie den Kampf praktisch verloren hat, erscheint ihr Vander. Mit der Kraft der Atlas-Handschuhe besiegt sie Sivika, doch anstatt sich mühsam auf die Suche nach Silco zu machen, übernimmt Jinx das einfach mal für sie. Jace trägt seinen Friedensstil dem Rat vor. Er lässt Victor endlich zu Wort kommen. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. Der Blick von Jace wandert zu Mal. Denn er hat nun sicherlich endlich auch verstanden, was wir beobachtet haben. Sie gibt den Ton an. Wenn sie sich für seinen Plan und gegen ihre eigene Mutter entscheidet, wird der Rat mitziehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen erst noch zum Abendessen gehen. Jinx hat aufgedeckt. Natürlich in der alten Halle, in der sie einst ihre Affenbombe losgeschickt hat. Jinx sagt, dass nicht Silco schuld an ihrer Veränderung ist, sondern Vi. Dass das zu einfach gedacht ist, habe ich in einem eigenen Video erklärt. Doch Vi glaubt es auch. Sie nimmt die Schuld auf sich. Dass sie auch der Antrieb für Jinx in schweren Zeiten war, scheint sie nicht als Trost zu sehen. Doch ihr ging es nicht anders. All die Jahre im Gefängnis hat sie daran geglaubt, Powder eines Tages wiederzusehen. Nun ist Jinx sauer auf Silco, weil sie glaubt, er wollte sie aufgeben. Jetzt ist sie auch wieder wütend, dass er sie so lange belogen hat. Aber es fehlt noch jemand, der Schuld hat. Piltover, die Oberstadt. Und diese kommt für sie mit Caitlin an den Tisch. Darf ich mal ganz kurz erwähnen, dass ich von League of Legends keine Ahnung habe und daher echt eine Chance gesehen habe, dass auf dem Teller Caitlins abgetrennter Kopf liegt? Das habe ich mit Vi gemeinsam, die sich an dem Punkt eingestehen muss, dass sie das ihrer kleinen Schwester zutrauen würde. Jinx stellt Vi vor die Wahl. Es gibt einen Platz für Powder und einen für Jinx am Tisch. Auch Vander, Tlegger und Milo haben ihre Plätze. Ich denke, es lässt sich gut argumentieren, dass es ein leeres Angebot ist. Spätestens nach der Schimmer-OP gab es keinen echten Weg zurück zu Powder. Doch Vi wäre so oder so mit ihr fortgegangen. Aber Silco mischt sich ein. Er hat gerade seinen großen Traum für Jinx aufgegeben. Er wird nicht dabei zusehen, wie Vi sie ihm wegnimmt. Wie verzweifelt er ist, merkt man auch daran, dass er Vander plötzlich wieder einen Verräter nennt. Er kämpft mit allen Mitteln darum, sie nicht zu verlieren. Dafür muss Vi der Feind bleiben. Caitlin bekommt die Chance, Jinx zu erschießen, doch sie zögert und Jinx ist stärker denn je. In diesem Moment macht Vi das Schlimmste, was sie tun kann, auch wenn es sehr, sehr verständlich ist. Sie erinnert Powder an ihre gemeinsame Zeit, an ihre Kindheit, an Vander, an Tlegger, an Milo. Ein Fehler. Die schönsten Erinnerungen von Vi, an denen sie sich festhält, sind auch die Erinnerungen, die für Jinx die Quelle ihres Traumas sind. Silco schießt auf Vi und Jinx reagiert, indem sie auf Silco schießt. Es lässt sich kein Beweis dafür finden, dass das Absicht war. Mitten in ihrem Zusammenbruch hat sie das Klicken einer Waffe gehört und reagiert. Das haben wir in den Folgen zuvor schon öfter gesehen. Die Stimmen kehren zurück, doch Jinx reagiert nicht. Sie kämpft nicht dagegen an. Naiv wie sie ist, denkt Vi, dass mit Silcos Tod alles besser wird. Doch Powder ist nun fort. Nur Jinx bleibt zurück. Sie bringt Silcos Auftrag zu Ende, an den er sie wieder und wieder erinnert hat. Bau die Waffe, die die Oberstadt in die Knie zwingen wird. Arcane kann nur Tragik, also schießt sie die Rakete los, als der Rat für Frieden mit Zorn stimmt. Danke an alle, die meinen Kanal so fleißig unterstützen und die ihre Gedanken zur Serie mit mir und anderen teilen. Das Internet bringt nicht immer nur Gutes hervor, aber dass wir Mittel wie YouTube haben, um in Kontakt zu treten, ist schon eine sehr coole Sache. Ich habe noch eine Reihe weiterer Videos zu Arcane, die du dir gerne anschauen kannst.